Schwimmen, Halbmann verpasst WM-Finale über 400 Meter Lagen. Nach Jakob Heidmann über 400 Meter Lagen hat auch die deutsche Staffel auf der 4x100 Meter Lagenstrecke das Finale bei der Schwimm-WM verpasst. Marek Ulrich, Marco Koch, Marius Kusch und Damian Wierling wurden am Sonntag in Budapest in 3 Doppelpunkt 35,26 Minuten 13. Nach den Vorläufen. Wir haben alle unser Bestes gegeben, sagte Koch. Mehr war einfach nicht drin. Dieselbe Platzierung hatte zuvor Heidmann über 400 Meter Lagen belegt. Der bei Olympia 2016 in Rio de Janeiro disqualifizierte 22-Jährige hatte nach 4 Doppelpunkt 17,68 Minuten angeschlagen und war damit gut 5 Sekunden langsamer gewesen als bei seinem deutschen Rekord von den Weltmeisterschaften 2015 in Kasan. Es war langsamer, als ich im Vorfeld gedacht habe, sagte er. Ich wusste vorher, dass über den 400 Lagen ein großes Fragezeichen stehen, weil ich mich voll auf die Staffel vorbereitet habe. Da war das Ergebnis gut. Mit der 4x200 Meter Freistilstaffel hatte Heidmann in der ungarischen Hauptstadt Platz 9 belegt. Schnellster des Vorlaufs auf der 400 Meter Lagenstrecke war der US-Amerikaner Kase Carlists in 4 Doppelpunkt 09,79 Minuten. Laureus World Sports Award 2013, großer Starummel bei den Sportoschkars.